Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Heute gibt es endlich mal wieder Highlights von einem Turnier auf diesem Kanal. Und zwar wird das Video heute um 15 Uhr online kommen. Und es wird heute Abend natürlich auch nochmal einen Livestream geben. Und zwar werde ich wahrscheinlich gegen 19 Uhr live sein. Und dort werden wir dann den Trio Cash Cup zocken. Ich hoffe, ich finde auf jeden Fall noch ein gutes Trio. Auf jeden Fall werde ich ansonsten einfach wahrscheinlich gegen 20 Uhr eher live sein. Und dann werden wir ein bisschen Arena spielen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich ein Trio finde. Dann werde ich, wie gesagt, um 19 Uhr live sein. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann auch direkt den Item Shop an und dort haben wir heute eine neue Lackierung und auf der ganz linken Seite haben wir mal wieder den Aura Skin. Dort haben wir einmal einen Standard und einen Winterjägerin Stil. War ja eine Zeit lang eine der absolut beliebtesten Skins, die es überhaupt in Fortnite gab. Mittlerweile ist es tatsächlich deutlich weniger geworden. Also man sieht den Skin deutlich weniger als vor noch so einem Monat oder vor zwei Monaten. Dazu gibt es dann den Beutebeutel als Backpack, die Diamantschädel, Spitzhacke, dann den Guild Skin noch. Einmal hier auch den Standard- und Winterjäger-Stil. Dann noch den Blingbeutel als Backpack dazu. Als nächstes haben wir dann den Patronengurt-Skin. Einmal im Standard- und im Grün-Stil. Natürlich selbiges hier hinten auch beim Backpack. Standard und auch Grün. Wobei beide Stile, um ehrlich zu sein, fast genau gleich aussehen. Dann haben wir noch die Machete dazu. Den Chopper als Gleiter. Und dann noch die digitale Grau-Lackierung sowie den Patronella-Skin. Dort haben wir auch einmal eine Standard- und eine grüne Variante. Und das war es dann auch schon mit dem Set. Dann haben wir als nächstes hier noch den Pizza-Pit-Skin bzw. den Tomatenkopf-Skin. Dort haben wir einmal auch eine Herausforderung, die wir abschließen können. Und dann schalten wir noch diesen Tomatenkönig-Skin frei bzw. den Tomatenkönig-Stil. Dann gibt es die Axterone-Spitzhacke dazu, den Nachtrolle noch als Spitzhacke dazu. Und dann den extra Käsegleiter. Dann haben wir als nächstes noch den Gaunerin-Skin. Dann die Streifenspur-Lackierung. Hatten wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr, dass eine animierte Lackierung drin war. Die letzten animierten Lackierungen sind, glaube ich, schon etwas länger her. Auf jeden Fall finde ich, sieht ja eigentlich echt ganz nice aus. Ist noch ein bisschen was anderes als die anderen Lackierungen. Dann haben wir als nächstes den Billy Bounce Emote. Dann den Hugo Emote dort, beziehungsweise wahrscheinlich den Hugo Emote, natürlich meinte ich den Hugo Skin. Dort haben wir immer den Standardstil und den Stil noch mit Brille. Aber dazu gibt es ein integriertes Emote und zwar Messerkunst. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Butterfly Messer dazu. Sehen auf jeden Fall auch ganz nice aus. Dann noch den Oberpeinlich Emote. Und dann die in den Sonnenangeboten einmal hier den Sommerdrift-Skin im Standard- und im Hemdstil. Dazu dann die Zwillingsklinge als Spitzhacke, die Drift-Wolf-Lackierung und dann den Drift-Stream-Gleiter. Dann gibt es noch natürlich den Safari-Skin, dort auch einmal ein Standardstil und einmal ohne Hut. Und dann noch die Morgensternklinge als Spitzhacken dazu. Und das war es dann auch mit dem Wording-Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.